So, herzlich willkommen. Bevor es jetzt gleich losgeht, wollte ich noch eine kleine Info geben. Und zwar, das anstehende Projekt ist ja Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, wie ihr seht. Es gibt aber einige Leute, wie ich mitbekommen habe, die die Reihe nicht kennen, also die ganze Metal Gear Saga, und sich deswegen das erste Mal jetzt Let's Plays zu diesen Spielen angucken bei mir. Und gerade für die Leute oder auch für die Leute, die das so ein bisschen aus den Augen verloren haben, wollte ich so ein bisschen Aufklärung über diese verwirrende chronologische Reihenfolge der Spiele geben. Denn ja, wenn man es wirklich chronologisch, storytechnisch sich angucken will und die Serie nicht kennt, dann kann man da sehr leicht durcheinander kommen, gerade mit diesem ganzen Zahlenwirrwarr in den Titeln. Deswegen wollte ich euch hier noch kurz auflisten, in welche Reihenfolge ihr euch diese Spiele quasi angucken müsst und welche bis dato schon Let's Played sind. Angefangen wird mit Metal Gear Solid 3 Snake Eater, was wir auch schon Let's Played haben und sich auch schon auf meinem Kanal befindet. Dort spielt man die Anfänge von Big Boss. Weiter geht's mit Metal Gear Solid The Peace Walker, das mal ein PSP-Teil war, der jetzt aber auf der HD-Version natürlich enthalten ist, den ich auch schon Let's Played habe. Findet ihr auch alles in den Playlists. So, dann würde eigentlich ein weiterer PSP-Teil kommen, davor oder danach. Den lasse ich jetzt aber raus, weil ich benenne jetzt hier auch wirklich nur die Spiele, die ich auch Let's Played habe. Es gibt ja noch die allerersten beiden Metal Gear-Teile, die ich aber nicht Let's Playen will und so weiter und so fort. Wie dem auch sei. Weiter geht's mit Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, dem Prolog zu dem Let's Play, was wir hier gerade haben, was ich auch schon Let's Played habe. Findet ihr auch alles in den Playlists. Jetzt kommt Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Das, was wir jetzt heute anfangen zu Let's Playen und zu machen und zu tun. Und danach geht's weiter mit Metal Gear Solid 1 bzw. Metal Gear Solid The Twin Snakes, was ja das Remake vom ersten Teil ist, was ich auch Let's Played habe. Findet ihr auch alles in der Playlist. So. Und danach kommt nur noch Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, was ich noch nicht Let's Played habe, was ich aber gerade dabei bin zu Let's Playen, aber es jetzt erstmal unterbrochen habe für Metal Gear Solid 5. Und als Abschluss der Serie kommt dann Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, was ich halt als letztes machen wollte, weil es wirklich der Abschluss der Serie ist. Und wenn ich jetzt das zuerst gespielt hätte und dann nochmal Metal Gear Solid 5, was ja wieder zurückgeht, wo man auch Big Boss spielt, das wäre dann komplett durcheinander gewesen, das mag ich nicht. Ja, und als kleiner Zusatz kommt danach eventuell noch Metal Gear Rising Revengeance, was aber jetzt storytechnisch ein bisschen davon nicht so viel damit zu tun hat, also was man eigentlich auch vernachlässigen kann. Aber das sind so die Hauptspiele. In dieser Reihenfolge müsst ihr euch es dann angucken oder es selbst spielen, so wie ihr möchtet. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst und nicht ganz aufgeschmissen seid. So, jetzt habe ich wieder viel drumherum gelabert. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Deswegen viel Spaß. Responsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down.
his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Ξέμε. V has come to. V has come to. Ακούεις με; Ακούεις με; Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Ich weiß nicht, ob wir das können. Können wir das oder können wir das nicht? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich will das hier jetzt auch gar nicht so lange unterbrechen, weil es gehört alles noch zum Prolog, aber ich dachte, es wird mal Zeit, Hallo zu sagen in einem ruhigen Moment. Ja, wir sind tatsächlich in einem Krankenhaus anscheinend aufgewacht. Oh, guck mal, wir können uns sogar umgucken noch, während wir das hier eingeben.
Wir spielen ja natürlich Big Boss. Wer sich vielleicht erinnern kann, nach den Ereignissen von Ground Zeroes, wenn nicht, kann es halt nochmal nachgucken, da ist die Mother Base ja in die Luft gejagt worden. Also seine Hauptbasis und seine ganzen Kameraden wurden gekillt anscheinend und so weiter und so fort. Und er ist anscheinend im Krankenhaus gelandet. So, und wir können jetzt unseren Namen eingeben, warum auch immer. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt mal ein. Bedriert. So. Ja, komm, das reicht. Ich mach keine Zahlen dahinter. Und mein Geburtstag, den kann ich euch ja ruhig verraten. So, 3. März. Mal gucken, was er dazu sagt. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! Nosocoma! 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 Nurse! Calm down! Calm down! Try not to panic! Ethisembe! Try not to panic! You'll be all right. How do you feel? It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages. CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosocoma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Yes. Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. Τι αντρέχει μεγάλο κύμα. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα.
It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however, ja, und das dürfen wir jetzt machen. Und wir müssen die Part jetzt auch erstmal beenden, weil die Zeit wieder vorbei ist. Wir sind ja noch nicht weit gekommen. Ich muss aber noch dazu sagen, damit ihr Bescheid wisst, ich habe das Spiel zu diesem Zeitpunkt, wo ich sie gerade aufnehme, noch nicht privat durchgespielt. Ich habe es schon gespielt, auch schon relativ weit für meine Verhältnisse, denke ich mal. Aber bin selbst noch nicht durch. Deswegen weiß ich noch nicht, was manche Sachen jetzt im Prinzip, was sie mit sich auf sich haben. Ich muss bei manchen Sachen selbst noch rätseln und kenne auch noch nicht alle Story-Kniffe und so weiter. So, das hier wäre schon mal das Erste, wo ich nicht wüsste, warum. Wir müssen uns jetzt hier nämlich ein alter Ego zusammenstellen. Das habe ich natürlich bei meinem Spiel schon auch gemacht. Der ist später aber nicht mehr da. Also er wird nicht relevant, weil man kann ja nicht Big Boss verändern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es erklären wollen. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade was verpasst. Vielleicht kann man ihn auch als Soldaten auswählen für Einsätze, die nicht unbedingt was mit Snake zu tun haben. Kann ich noch nicht sagen, habe ich mich noch nicht so mit befasst. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen Rätsel rate und klatscht euch nicht direkt wieder kollektiv gegen die Stirn, wenn ich was nicht weiß. Weil manchmal weiß ich es einfach nicht besser. Ja, und mein Hund krabbelt mir hier gerade schon aufs Bein. Ich weiß nicht, was er von mir will. Fürs Rausgehen ist noch ein bisschen zu früh. Naja, auf jeden Fall machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen von Metal Gear Solid The Phantom Pain. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was alles mit Big Boss passiert ist und so weiter und wie es jetzt weitergeht. Deswegen hoffe ich, dass ihr dran bleibt und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dann. Ciao.